Ja, moin, was geht los da rein? Liebe Shakes and Fidget-Freunde, es geht weiter. Wir sind nach wie vor Level 27, war ich glaube ich im gestrigen Video schon. Es ist nicht viel passiert, wir haben ja einen Platz mehr im Inventar zur Verfügung. Alter, hier ist sogar ein Bogen mit 68 Geschick. Glaub, das muss ich mir mal ganz schnell gönnen, vor allen Dingen, weil da halt noch ein Socket drin ist und er wirklich nur Gold kostet und mich extrem pusht. Abgesehen davon, dass der Bogen das hier auch macht. Ja, die Sachen kosten alle Pilze, da will ich jetzt noch nicht zu viel investieren, aber der Bogen, der ist halt schon richtig nice. Und warum ist das richtig nice? Weil ich die Festung ausbauen konnte weiter und wir haben hier die Edelsteinmine schon auf 1. Das Suchen, das kostet ein wenig. Dann dabei mal eben hier überspringen machen und so weiter und so fort. Damit wir, ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal machen. Kostet 300. Okay, haben wir hier eine hochdotierte Quest. Der Geschick und Ausdauer geht runter, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Bla bla bla. Komm, die können wir jetzt überspringen. Und dann schicken wir uns mal eben wieder locker flockig auf Reisen. So, fla fla fla. Bin ich ein bisschen teuer, aber nur gut. Vielleicht bringt es ja sogar was. Und egal. Brauche ich gar nicht lange überlegen. In der Gilde hat sich auch ein bisschen getan. Wir haben einen dazu bekommen. Und hier unten konnten wir wieder schön ausbauen. Wir haben hier unser Logo angepasst. Sieht richtig gut aus jetzt. Und ja, ich finde es auf jeden Fall recht schick. Was ich gestern nicht gemacht habe im Video, ich bin gar nicht in die Dungeons gegangen. Ich deppel. Kann hier jetzt in die Minen von Gloria gehen. Aber ich denke, werde ihr das Skelett nicht machen, weil ich unterwegs bin. Und dann überspringen wir das Ganze hier nochmal und gehen dann in die Dungeons. Werden geblockt, aber ja, das ist ja locker flockig. Hauen wir den hier vom Hocker. Ja, sage ich gar nichts zu. Gucken, können wir weitermachen? Ne, wir müssten eine Pause machen. Hierfür auch. Der ist noch zu stark, das ist krass. Okay. Dann weiß ich da Bescheid. Ich denke, so Stufe 30 ist da okay. Nice! Unser erstes Epic. Richtig cool, ein hervorragendes Kleidungsstück für die Hasen- und Dämonenjagd. Aber das gibt sowas von viel Glück. Das ist ja voller die Waldfee. Was? Mal eben fast auf 18 gestiegen. Junge, Junge. Okay, hier ist jetzt nichts Tolles dabei. Ich warte da immer noch auf den Trank für die Lebensenergie. Aber irgendwie will der nicht zurechtkommen. Und wenn wir hier was Cooles für Geschick finden. Aber das ist cool. Erstes Epic am Start. Das freut mich echt total. Ich glaube, damit könnten wir sogar Glück haben gegen das Vieh hier im Dungeon. Das will ich jetzt ausprobieren. Was sage ich? Wie cool ist das denn? Direkt mal Kampf speichern. Ja, cool. So, jetzt haben wir aber genug Pilze verballert. Und oh, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das gepackt haben. Kann man das fertig machen? Sofort, Alter, nie im Leben. Mache ich das? Die Ritterhalle. Aber da ist noch ein bisschen. Hier das Arbeiterquartier wird ausgebaut, also es läuft. Es wird immer mehr bei Shakes and Fidget. Richtig cool. Wir müssen halt warten, bis wir Level 50 werden, weil dann können wir in Raids gehen. Aber das bringt auch nur was, wenn das Team 33, richtig cool. Wenn die Gilde natürlich ungefähr auf demselben Level ist. Ansonsten bringt das halt einfach überhaupt nichts. Und das will ich auch nicht, dass wir da sang- und klanglos untergehen. Deswegen muss ich da einfach ein wenig warten. Ja, nice. Drei Pilze gewonnen. Richtig, richtig cool.
Alters, ich dachte, wir kriegen jetzt nochmal welche. Dann wäre ich aber eskaliert. Nice! Auf Ansage! Komm schon, nochmal und ich mache einen Harlem-Shake. Nochmal und ich zapple hier rum. Das war Glück gehabt. Ich habe nicht keinen Bock hier rum zu zappeln. Oh nice, da sind wir sogar Level abgekommen. Alter, die Folge hat ja mal richtig reingehauen jetzt. Wie cool ist das denn alles bitte? Ist hier irgendwas ohne Pilze? Die Armbrust will ich nicht, weil ich hier das schon richtig nice eigentlich finde. Da geht Glück. Ah ne, hier brauche Brusthahn, ich brauche eigentlich gar nicht gucken. Das denke ich so ganz okay. Ja, richtig nice. Hier kommen einfach. Es kommen einfach gar nicht die Sachen, die ich brauche. So, haben wir mehr Ausdauer, haben wir mehr Leben. Das ist natürlich ganz gut. Wenn wir den trinken, geht das denn länger? Alter. Gibt's doch gar nicht. Kann man so viel Pech haben, dass der Trank nicht kommt? Okay, das kriegen wir eh hinterher geworfen, aber das ist so günstig. Beim Hintereinander ist auch krass. Der Trank kommt einfach überhaupt nicht mehr. Natürlich bitter. Nee. Ja, dann lassen wir das, bevor wir weiter hier Pilze reindonnern. Weil es bringt ja einfach nichts, wenn der Trank überhaupt nicht kommt. Vor allen Dingen, weil wir uns demnächst auch noch den Greif erneuern müssen. Aber nur gut, das ist ein anderes Thema. Aber so im Großen und Ganzen hat sich das Ganze definitiv richtig gelohnt. Wir sind in den Dungeons weitergekommen. Hier einige Stufen, haben jetzt hier die entweihten Katakomben. Stufe 4 als nächste Gegner. Dann haben wir hier jetzt Stufe 2 als nächster Gegner, der Yeti. Da weiß ich, dass ich definitiv noch ein bisschen was verbessern muss. Aber ich denke, wir sind jetzt hier schon mit den epischen Teil. Ganz gut bestückt der Bogen, wenn wir da was einsetzen können, könnte, denke ich, auch noch mal was rausholen. Und da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ich denke, wir sind jetzt auch hier ganz gut aufgestellt. Und aber in die Arena traue ich mich trotzdem nicht so wirklich, weil ich weiß ja nicht. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Bock habt auf eine Gilde auf Welt 7 bei Shakes and Fidget, dann meldet euch einfach gerne in den Kommentaren oder tretet einfach bei, kann man einfach so eine Anfrage schicken oder beitreten, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich muss euch annehmen. Aber wie gesagt, wir können das dann easy peasy ausbauen, das ist ja gar nicht das Problem, wenn hier die Plätze voll sind. Das geht schon alles klar. In diesem Sinne, einfach ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Shakes and Fidget Video.